Okay. Da man so guckt, ja, haben die Dinger Nippel. Weiße kleine Nippelchen. Spaß. Mann. Na, weiter. Mit der lieben Alice. Alice im Pornoland. Ja, ja. Kaputt. Und wir sehen, ey, wir haben fast gar kein Leben. Ich sehe es. So. Kampftechnik von vorhin. Wir werden abgeknallt. Wechsel zu der Waffe. Ex-Käfer, ey. Würden wir unsere Zähne einsetzen, ey, dann würden wir den so geben, wie lang nicht mehr. Ne, ist kein Vorsprung. Einfach hier durch. Hm. Und da soll ein Schlüsselloch sein. Ja dann. Hier ist nix. Da ist was. Wir laufen auf Bienenwaben. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Okay. Ich verstehe manchmal nicht so ganz, was die Katze uns da überhaupt sagen will. Aber... ich habe da keine hohen Anforderungen eigentlich. Ich habe nämlich den Alice-Film gesehen. Den von Disney. Und, ja, die Katze hat einen Schaden. Da ist eine Schweinsnase. Und zwar keinen kleinen, sondern richtig gehörigen Schaden. Okay, da oben können wir jetzt hin. Und ich glaube, gleich ist eine gute Stelle, um einen kleinen Cut zu machen. Wie wir es alle mögen, ne? Hier wird gespeichert, ist gut. Das heißt, hier ist ein Kampf. Ein ziemlich asozialer Kampf, wenn ich nochmal das... anmerken darf. Oh, wir fliegen jetzt einmal hier kurz da hoch. Kann nämlich der eine nicht hin. Aua. So. Die schießen uns jetzt zum Glück noch nicht mehr, aber wir haben Glück gehabt, dass wir das geschafft haben, da hochzukommen. Denn wir waren fast runtergefallen. Also ich glaube, ja, die wollen uns verarschen, ne? Machen wir lieber erstmal das. Dann machen wir es doch nicht. Boah, ich verreck so oft heute. Fast wie in Borderlands schon. Viel zu inflationär. Dann muss weg. Auch weg. Okay, ich glaube, wir müssen die stehen lassen. Jetzt kommen nämlich die anderen Bienchen. So. Boah, das ist so ein Scheiß, ey. Die gibt uns schon. Kommen schon neue Bienen. Na gut, dann würde ich sagen,
machen wir das aber mal so. Ballern wir den noch weg. Das machen wir jetzt aber mal so. Ich sehe da keinen anderen Weg gerade. Komm, lade dich auf, Tierkännchen. Es dauert halt jetzt ein kleines Weilchen, aber ich will da auf keinen Fall gegen alle gleichzeitig kämpfen. Die eine kann das zwar abwehren, aber das ist mir scheißegal. Ballern da jetzt aber feuchtfröhlich dahin und dann gehen da schon welche drauf. Ja, dauernd Damage. Also die eine ist schon tot. Wie die ausweichen, ihr habt es gesehen, sogar mit zack, bam, auf die Seite. Ich glaube, wir können da sogar noch einen draufsetzen. Und die eine ist auch weg. Bleibt nur noch eine einzige Wespe übrig. Mein Teekännchen will dich. Bam. Oh, nicht getroffen, aber gar nicht. Eine Wespe ist noch da, komm. Oh, keine Wespe mehr. Uiuiui. Ist ja mal gar nicht geil, dass der hier so rumballert. So, gut, dann entwerfen wir mal eine Technik, um den zu killen. Wir müssen den ja in Nahkampf zwingen. Dann ballert der so eine geile Attacke hier. Upsi. Kann ja das so ausweichen, ne? Ich kack's noch. Ich seh's schon. Bam! 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 Alter, was für ein Attacke habe ich noch gar nicht gesehen bei dem. Können wir auch so draufballern. Macht er nämlich gar nichts. Aha, ist gar nicht so schwer eigentlich, ne? Nur schnell genug draufballern. So, komm, wir können auch drei von denen draufhauen, ne? Kein Problem, ne? Wir werden jetzt übermütig, ne? So, gespeichert. Gut, wunderbar. Dann... Uiui, wir haben fast runtergefallen. Dann machen wir noch das da. Ich dachte gerade, ich höre keinen Ton mehr. Da springen wir nicht mehr drauf. Das ist nämlich voll die Verarsche. Voll die Verarsche. Da kann man nämlich irgendwie nicht drauf springen. Okay. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Gut, ab der nächsten Waffe können wir das mal bringen, dass wir unser Zähnchen mal einsetzen. Unsere dann womöglich schon 3000 Zähne. Aber jetzt kommen gerade gut klar damit und das finde ich schon gut. Also auch weil wir auch schwer spielen, weil es so mega Porno sein soll, kommen wir da gut durch. Und diese Stelle ist eine wunderbare Stelle, mal wieder genauso wie am Anfang. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und für euch geht's glaube ich eh gleich weiter. Bis gleich. Eigentlich dann. Tschüss. Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge. Na? Alice, Madness Returns. Und es geht weiter. Wir haben wieder so ein 2D-Abenteuer. Ja, machen wir mal, ne? Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen
ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Bin ich gerade einfach schlecht oder? Aber jetzt war mal verreckt, ne? Okay. Ah! Es ging noch höher. Bam. Haben wir den gegeben hier, ne? Also alle kaputt gemacht. Zähnchen. Wunderbar. So muss sein. So muss sein. Aber das alles schön gut laufen. Das ist ein Pfirsich. Ich weiß auch nicht, ob wir an die rankommen. Springen! Nö, die Sicht stört mich manchmal echt. Ich weiß nicht, was da unten ist. Uiuiui. Uiuiui. Dann gehen wir da rüber. Uiuiui, war das knapp. Na, wir haben Pfirsich eingesammelt. Warum auch immer es Pfirsiche sind. Warte lieber und pass auf. Na, was kommt jetzt? Ein Blaseding, oder? Ja, war klar. Einfachste Möglichkeit, um das zu schaffen. Um das weitermachen zu lassen. Irgendwie ein schlechtes Gefühl bei sowas, irgendwie. Jedes Mal. Grob deswegen. Ah! Nein, 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 nein. Boah, da haben wir richtig schlecht was gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Leben wir noch haben. Okay. Jetzt. Geht's hoch? Müssen ganz gut aufpassen. Müssen uns klein machen. Oh, hat geklingelt. So, wieder da. Mir ist die Aufnahme abgeschmiert. Genau an dieser Stelle. Deswegen, ja, machen wir so weiter. Ich dachte gerade, das zerquetscht uns da. Ja. Irgendwie hat sich da... Nachdem ich da rausgegangen bin, irgendwas verhakt und ja, ich musste halt kurz einfach die Aufnahme neu, die hat halt irgendwie so kurz abgebrochen, aber ich werde natürlich alles fixen, aber jetzt wieder alles in Ordnung. Gab auch kurz einen kleinen Fehlstart, aber böse Feuerbälle, das finde ich aber gar nicht nett. Der voll unfreundliche, keine Gastfreundschaft hier. Geht gar nicht. Aha. Schon viel besser so. Springen wir mal da hin. Warten, bis der zweite Feuerkugel da kommt. Ja, wunderbar. Alles läuft reibungslos. Hauptsache, ihr wisst, was ich meine. Ich habe irgendwie Angst, da jetzt runter zu springen. Da könnte jetzt nämlich der Tod lauern. Fast. Okay. Da geht's aber noch weiter runter rechts, ne? Ne, komm. Wir riskieren es jetzt einfach mal nicht. Lass mich hier durch. Da die Ecken sind verbuggt hier. Wir riskieren es einfach mal gar nicht. Wir machen jetzt aber schnell das Level hier fertig. Ich wollte nicht bei diesen 2D-Level einfach durchkommen. Die nerven jetzt nämlich langsam. Oh! Ist aber nicht nett. Oh, weg hier. Immer noch nicht fertig. Oh, kommt schon. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Ja, zack, weg raus hier, ey. Scheiße, geben wir uns nicht länger. Und da, ein Licht am Ende des Tunnels. Jetzt Jetzt sind wir beinahe ganz oben, wollte ich sagen.
Boah, die haben mega krasse.